Yo, hallo Leute, es geht weiter beim Table Tennis Gamer mit The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir ein paar Sidequests erledigt, sind mal ein bisschen rumgeflogen, haben geguckt, ja, da ist eine Kürbisbar, haben direkt mal den Kronleuchter abgerissen und haben einen Dämon getroffen, der uns gesagt hat, hey, ich habe da so einen kleinen Tipp für dich. Wenn du mir hilfst, hier ein Mensch zu werden, dann gebe ich dir was ganz Tolles und ich bezahle auch gut. Haben wir gedacht, okay, Problem ist, man kann diese komischen Dinger, die er da haben will, nur nachts finden. Obwohl, ja, was heißt Problem ist, ne? Das machen wir halt dann irgendwann mal, weiß der Geier, wann genau wir das machen werden. Jetzt aber auf jeden Fall nicht, denn jetzt wollen wir erstmal, und jetzt bin ich gerade überlegen, wo ist die rote Säule? Red Säule, da ist die rote Säule. Jetzt werden wir uns erst einmal der roten Säule widmen, ja, die uns in ein neues Gebiet bringen soll, in ein neues Land voller Geheimnisse. Vogelflug! Jetzt holen wir erstmal unseren Vogel und wollen in die rote Säule reinfliegen, Leute. Ich bin so gespannt, vor allem bin ich gespannt, ob die Goronen auch mitmachen oder ob sich die Goronen in dem Zelda-Teil gedacht haben, oh nee, gar keinen Bock mehr, ich möchte nicht mehr in Zelda mitspielen. Ja, sind wir gespannt. Whee! Und da halten wir noch ein bisschen was. So, komm, runter. Ich will da hin. Und... wow, das war knapp, Leute. Und jetzt aber. Und rein in das neue Gebiet. Oh Gott, das sieht wirklich nach Lava aus, Leute. Das sieht wirklich ganz schön heiß aus, das neue Gebiet. Oh, und Ladebildschirm. Okay. Oh, Paraschall. Und da macht das wieder von alleine. Also, wir haben vorher die Wahl. Also, wir können uns aussuchen, ob wir Paraschall wollen oder nicht. Aber am Ende macht er es dann doch selber. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dieser Ort ist der Vulkan. Was? Nein! Nein! Oh, Pai! Das hätte ich nicht gedacht. Das sieht gar nicht aus wie ein Vulkan. Vulkan Eldin. Sehr interessant. Dieses Gebiet besteht zu 65% aus Lava und ist voller Kreaturen, die sich an das Feuer gewöhnt haben. Ich empfehle, auf Gegenstände aus Holz sowie deine Kleidung besonders Acht zu geben. Unser verbessertes Schild. Falls du in Brand gerätst, würde eine Rolle oder eine Wirbelattacke das Feuer vermutlich löschen. Sehr interessant. Hier, da oben sind wir jetzt. Da haben wir das nächste Gebiet. Es scheint also nur drei Tafeln zu geben, wenn man sich die großen Gebiete mal anguckt. Links unten noch ein Gebiet. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mal im Wolkenmeer oben viel mehr Gebiete, würde ich mal schätzen. Sehr interessant. Jo. Eine Karte natürlich auch wieder dabei. Ich meine, was wäre denn Zelda ohne Karte? Hier haben wir unsere Vogelstatue. Alles kaputt machen. So. Wo bist du denn? Aha. Und tschüss. Jo, wir nehmen uns mal einen Speicherplatz mit. Auch wenn wir ja gerade erst angefangen haben zu zocken. Wer weiß, vielleicht kommen die Lecks gleich wieder. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, Leute. Keine Ahnung. Das kam mir auch ein bisschen komisch vor. Aber ich weiß es nicht. Jetzt geht es ja, wenn es... ja, ja. Und jetzt gehen die schon wieder runter, die FPS. Ich schlag das Spiel. Oh, hier haben wir so einen netten Stein. Da gibt es wieder eine Truhe oben im Wolkenhort. Sehr schön. Bams. Und einmal lade die Energie nach oben ins Wolkenmeer. Da fliegt sie. Ja, so ein bisschen wie immer diese typischen Sachen, wenn sich kleine Kinder wehtun und dann rumheulen. Und dann die manche Eltern nicht, oder manche, ja, eigentlich Oma, Opa. Eltern machen das ja nicht so oft, dieses Pusten und... oh, süße, da fliegt der Schmerz weg. Mein Gott. Ach, frag mal Navi mal. Hier, Pai, was ist los? Gebieter, du befindest dich derzeit auf der Suche nach Zelda. Was? Nee, hätte ich nicht gedacht. Das ist... boah, gut, dass sie uns das gesagt hat. Erinnerst du dich, wie du mit der Aura-Suche nach Zelda Ausschau halten kannst? Ne, hab ich vergessen. Gebieter, ach, echt, mein Gott, ey, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Da wird, boah, für wie dumm halten die einen eigentlich? Ja, ja, Pfeil und dann in Richtung und da ist Zelda. Ja, ja, ich weiß, wie das geht, Pai. Ich weiß, ich hab gedrückt, ich hab's vergessen, aber nur, um dich zu ärgern. Da, da ist Zelda, sehr schön. Oh, oh. Oh, oh. Ach, was seid ihr denn für Ko... was sind das denn für Dinger? Halt, halt, stopp! Halt, stopp! Ich lasse dich... lasse nicht zu, dass du unsere Wir hier verwüstest. Moment. Hey, Fairy. Der sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kerlen gehören, oder? Ja, ja. Das schon... er kann schon sein. Aber muss er uns so erschrecken... nix für ungut, aber in letzter Zeit treiben sich in unserem Revier ganz schön viele ungebetene Gäste herum.
Deswegen liegen hier wir hier auch im Hinterhalt, um den Kerl mal ordentlich zu, zeigen. Gerade hast du noch vor Angst gezittert. Wenn du hier auch nach Schätzen suchst, nimm dich auf jeden Fall vor den roten Kerlen in Acht. Jo, Freunde, gar kein Problem. Ich meine, die roten Kerle sind mit einem Schwerthieb maximal drei einfach Geschichte. Oder meint ihr die roten Kerle? Ja, die sind doch noch einfacher. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Ausdauerform. Very good. Und hier? Ah, so ein Silberrubin oder was? Oh, 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 nein, 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 nein. Nein, mein Schild ist kaputt. Ach so. So kann man. Ich wollte gerade sagen, wie soll man denn eurer Meinung hier wieder nach vernünftig hochkommen? Shit, ich hab mein. Oh, mein Schild. Und dabei habe ich das doch extra verstärkt gehabt. Kann ich hier hoch? Nein. Ich muss wieder warten, bis das wieder unten ist. Boah. Das Lava-Level, ey. Mein Gott. Ab. Aber die Musik ist lustig. Die Musik ist schon so in dem Stil, so nach dem Motto, haha, du verlierst hier eh und verkackst, das weiß ich jetzt schon. Wisst ihr? So eine, ne? Hier. So, jetzt geh da rüber, mein Freund. Wehe, wenn nicht, hätte ich geschlagen. Jetzt muss ich warten. So. Hallo, ich möchte rüber. Oh, rote Ampel und jetzt grün, schnell rüber. Über Rot gehen ist nicht gut, Leute. Ich mach dich kaputt. Bomben! Donner! Ich glaube nicht, Donner! Ach so, kann man so werfen. Donnerblumen, ey! Mein Gott! Dass es die hier auch noch gibt. Eigentlich sieht Link doch so groß und stark aus, als dass er... Ja, obwohl, ja stimmt, nee, da brauchte man ja das Band. Donnerblumen waren ja, ja genau. Ich hab Scheiße gelabert. Oh. Tschüss. So, Rubine nehme ich gerne mit. Eine Speicherstatue, oder komme ich von hier? Wir kommen von hier, kann das sein? Jetzt bin ich overfragt. Nee, von hier kommen wir nicht. Nö, 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 das hier kenne ich nicht. Und einmal den Stab gen Himmel und bam! Einmal runter auf den Stein niedergeschlagen, den Stein gemeißelt. Oh ja. Yeah. Alles klar. So. Düm, düm. Ah, hier geht's unten durch. Wo geht's denn hier hin? Ah, und leider nein. Da ist etwas versperrt. Da müssen wir erst mit der Bombe rein. Da ist eine Schatztruhe. Ich hab's genau gesehen hier. Kann ich... Da sind Donnerblumen. Ah, die kann ich aber nicht da unten reinwerfen. Ne? Das geht wahrscheinlich nicht. Nee, 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 nee. What's up? Oh, noch ein Fremder, der nicht zu den roten Kerlen gehört. Erst vorhin ist ein seltsamer gekleideter Mensch in das Loch da geklettert. Du glaubst, das könnte deine Freundin gewesen sein? Lass mich nachdenken. Wie sah dieser Mensch schon noch gleich aus? Also, er war schwarz gekleidet, aber mehr kann ich auch nicht sagen. Ach du Lusche, ey. Nie könnt ihr euch was merken. Ja, die Frage ist, wie kommen wir in das Loch rein? Weil ich bin der Meinung, dass das ein bisschen zu weit ist. Ja, da bin ich nicht nur der Meinung, das ist auch so. Aber der macht wie Mario, jetzt ist er... Voll behindert. So, in das Loch da. Einfach mal eine... Nein, 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 ich wollte gar nicht mit dir reden, nein. Ach, da gibt es bestimmt ein Item. Ah, da oben war ein Herzteil. Ey, was ist das denn? Ein kleines Walross oder so ein Scheiß. Ein Feuerwalross, warte. Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Hör auf. Ich bin lieb. Ich möchte dir helfen. Ich tue dir nichts. Ja, ja, ja. Wow! What the fuck? Sagst du, wenn man in die Bomben reinhält? Ja, okay. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. Oh. Ich bin am Feuer gestorben. Nein! Oh. Alter Schwede, Game Over. Okay, das Feuer spielt also eine schwierige Rolle in diesem Part. Möchtest du das Spiel fortsetzen? Aber natürlich. Alles klar, also Feuer machen ist nichts gut, würde ich mal behaupten. Gar nichts gut. So, alles klar.
Wo gehen wir denn jetzt lang? Ey, jetzt leckt das wieder voll. Mann, Leute, ich raff es nicht, ey. Da kann man doch echt, nur noch schreien, oder? Was soll denn der Scheiß? Die ganze Zeit spielt der Kack, dieses scheiß Spiel. Also das Spiel ist gut, aber. Furchtbar, furchtbar. Obwohl, das kann. Obwohl, warte mal, das kann gut sein, dass das ist, wenn Fraps halt seine Cuts da macht und sich denkt so, oh, lass mal schneiden! Aber wie oft denkt er sich das? Jede 2 Sekunden oder was? Naja, vor allem, weil das ja auch sonst nie war. Vielleicht ist mein PC auch einfach zu voll, obwohl, ja, das kann sein, aber eigentlich ist da, wie gesagt, ist da genug Platz, es ist so gut wie alles frei. So, weia! Alles klar. Jo, hier waren wir ja bei den Frettchen schon, bei den komischen Typen. Jetzt können wir den ganzen Weg wieder neu laufen. Boah. Vor allem, weil ich habe gar keine Ahnung. Oh, 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 oh. Gelbe Ampel, gelbe Ampel! Schnell, gelb, gelb! Nein! Da hat man nicht mehr geschafft. Ja, und jetzt dürfen wir wieder warten. Ich hasse rote Ampeln, Leute. Ich hasse rote Ampeln einfach. I hate red Ampeln. Red Traffic is shit. Und schnell drüber. So, grün. Hier haben wir jetzt ja... Was sagst du denn dazu? Hm, dich habe ich hier noch nie gesehen. Link, gehörst du zu diesen roten Kerlen? Ne. Gehör ich nicht, Junge. Siehst du das nicht? Ich bin grün. Du siehst auch anders aus. Ja, du siehst eindeutig anders aus. Was führt dich hierher? Bist du wegen der Donnerblumen hier? Was ist das denn? Das sind die Donner... Da sind Donnerblumen. Sie wachsen hier in der Umgebung. Alles klar. Sie sind ziemlich gefährlich. Hilfst du sie durch Drücken von A auf? Musst du aufpassen, sonst bist du... Boah. Mogma heißen die. Ah, Mogma. Nutzen sie auch gern. Ja, das ist doch super. Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Also schnapp sie dir und mal ein paar Donnerblumen. Probier's mal aus. Ja, kann es sein, dass du nicht weißt, wie man wirft und rollen? Doch, das weiß ich. Wirklich? Ja, weiß ich doch. Oder war das doch... Boah, das war aber auch so eine Scheißfrage. Weißt du nicht, wie man es macht? Und wenn du dann sagst, naja, oder... Ja, dann weißt du nicht... Boah, ist das behindert. Hä? Da habe ich doch schon mal frei gemacht. Ja, machen wir nochmal frei. Und was haben wir hier? Gar nichts. Einfach nur ein Zelt. Super. What the fuck? Da habe ich noch nicht frei gemacht. Oh, 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 oh. Aua, aua, aua. Ey. Bam, bam, bam. Ich will noch... Ja, genau, den wollte ich machen. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Kaputt? Kaputt. Oh, Slime. Yo, den kann ich gut gebrauchen, um meine Items hinterher zu verbessern. Da Monster-Loot-Sachen hier, diese komischen Dinger. So, einmal mitnehmen. Und nächstes auch. Hätte ich auch gerne. Sauber. So, da... Ah, da oben haben wir auch noch was mit Donnerblumen. Ach, sowas wieder. Naja. Sagt da einen Moment zu spät geworfen? Da muss man genau timen, Leute. Da muss man genau timen. Ah, oder auch nicht. Da, ah, okay. Das wusste ich nicht. Hier war noch ein Vorsprung. Das sah nicht so aus. Für so ein dämlich gelb. Ich wollte rot sagen, dann wollte ich blau sagen und dann gelb. Boah, ich hab's drauf. Für so ein scheiß Rubin habe ich mir jetzt die Hände schmutzig gemacht. Nicht im Ernst, oder? Oh, was haben wir? Ach, Moment. Hier waren wir doch eben schon mal. Oder sehe ich das falsch? Doch, das Gebiet, das haben wir eben schon mal erkundet. Also wie gesagt, es ist blind jetzt, das Spiel. Ich habe jetzt selbst keine Ahnung, wo es lang geht. Und muss selbst mir den Weg erkunden, erschließen, erführen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, Leute. Jetzt sind wir... Oder ich bin vollkommen ohne Hilfe. Hier war der Typ, der sagte, ey, guck mal da. Mann mit oder Frau mit schwarzer Kleidung. Hier ist dieses komische Feuerviech. Dieser komische Salamander oder was das da ist. Da komme ich doch nicht vorbei, wenn der da meint, seine Paras schieben zu müssen. Aber was? Kann man nicht hier das irgendwie eventuell kaputt machen, frage ich mich so die ganze Zeit. Muss man doch. Hier unten sind Donnerblumen. Die denken sich doch auch nicht mal eben so Donnerblumen zum Spaß. Was ist denn, wenn wir so machen? Komm schon! Ja, da ist sehr viel passiert. Sehr viel. Und was ist, wenn ich der Meinung bin, er braucht da drin ein bisschen Erfrischung? So. Jo. Okay.
So macht man diese Kerle also platt, oder besser gesagt... Ah, roter Kerl! Aua. Ja, 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 genau. Komm schon. So, wo bist du? Fertig! Diese Gegner hätten wir also besiegt. So, einmal mitnehmen, den Ruby Rupi. So, okay, was haben wir denn jetzt hier noch? Ein bisschen Gras, ein Baum? Ist das ein Baum? Das sind Bäume! Ja, ja, genau, bei 8 Millionen Grad Bäume. Natürlich, wie konnte ich das nur vergessen? Die Physik ist da ja sehr wählbar. Oh. Ah, Moment. I understand. So ungefähr, oder? Komm schon. Man muss das genau oben reinmachen, habe ich das Gefühl. Oh, hier haben wir auch noch... Nein! What the fuck? Oh, oh.